Wie reinige und pflege ich einen Fahrzeuginnenraum richtig und zwar auf Profi-Niveau? Darum geht es heute wieder mal in einem anderen Video mit einem anderen Auto, genauer gesagt einem BMW 235i mit M-Paket. Schönen Ledersitzen hier, so ein bisschen mit roten Applikationen. Und das Auto, das muss man ganz ehrlich sagen, das wurde in seiner sehr, wie soll man sagen, kurzen Lebenszeit bis dato schon, ich würde es mal sagen, sehr ordentlich genutzt. Das heißt also, diese ganzen Schmutzarten, die wir hier haben, das ist für so eine Laufleistung schon relativ extrem, aber insofern sehr, sehr gut, weil wir einfach zeigen können, worauf es ankommt, wenn wir eine Fahrzeuginnenreinigung einfach betreiben wollen, was wichtig ist. Wir sehen hier, dass wir das Lenkrad, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich speckig. Wir haben überall hier ein paar Speichelspritzer, Staub überall. Krümel ohne Ende, Haare ohne Ende. Wir haben hier beispielsweise auf dem Sitz direkt, da sieht man das schon ganz klar, auch wirklich ordentliche Verschmutzungen. Das werden wir jetzt nachher dann gleich abkleben, damit wir hier wirklich dann einen schönen Unterschied sehen, was der Lederreiniger da in dieser kurzen Laufleistung, das Auto hat erst 15.000 Kilometer drauf, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist aber, wie soll man sagen, nicht ausschlaggebend dafür, wie schmutzig oder nicht schmutzig oder wie aussagekräftig jetzt eine Verschmutzung generell ist. Also die Lebensdauer oder die generelle Laufleistung von so einem Auto ist komplett irrelevant. Es kommt echt auf die Nutzung drauf an, wie der Besitzer auch damit umgeht, ne? Das heißt also, Lederreinigung wird eine ganz spannende Thematik. Wir haben hier viele Klavierlackoberflächen, das wird auch eine spannende Thematik für unseren Innenraumreiniger. Bildschirm entsprechend mit vielen Fingerdapsern drauf, ne? Also hier überall sind genug Verschmutzungen. Bevor wir aber mit den Reinigern an die ganze Sache rangehen können, müssen wir erstmal wirklich intensiv hier staubsaugen. Das wird wirklich einige Zeit in Anspruch nehmen und das ist wirklich essentiell, um hier das Auto einfach mal grundsätzlich auf ein gutes Niveau zu bringen. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Fangen wir hier bei der Tür an, da sehen wir auch schon entsprechende Verschmutzungen. Ja, ganz typische Sachen, mal ein bisschen Wasser drauf getropft. Wir sehen hier auch entsprechend ja ein bisschen Staub, ein bisschen Schmutz insofern. Also so ganz typische Sachen halt einfach und die werden wir ganz einfach dann auch reinigen können. Hier natürlich auch am Einstieg ganz typische, so wie soll man sagen, fast schon Schmauchspuren von den Schuhen. Da ist es natürlich so, dass sowas dann durchaus auch, wie soll man sagen, Beschädigungen sein können. Das heißt also, hier gilt natürlich erstens mal, dass man einfach aufpasst beim Einsteigen und zweitens mal am besten wirklich das Ganze regelmäßig pflegt und am allerbesten sogar mit unserer Innenraumpflege einlässt, weil dann hat man so eine ganz, ganz minimale kleine Schutzschicht da drauf. Das empfiehlt sich auf jeden Fall definitiv. So, wenn wir das Ganze uns dann weiter anschauen, hier haben wir auch nochmal richtig schön, also ich hoffe, das kommt auf der Kamera rüber, wie arg verschmutzt das Ganze hier ist. Und wenn wir uns dann den Einstieg anschauen und dann schon mal auch hier reingucken, ne, zwischendrin, dann wissen wir auch schon, wie viel Wert hier auf Fahrzeugpflege gelegt wurde und zwar so ziemlich gar keine. Ne? So, dann schauen wir uns das Ganze hier auch nochmal an, da haben wir auch nochmal entsprechende Verschmutzungen nochmal komplett. Das heißt also, hier wird es auch spannend werden, weil wir haben ja hier auch eine relativ dreidimensionale Oberflächenstruktur. Das heißt, es kann sein, dass wir hier auch die Bürste verwenden oder dass man zum Beispiel auch zu einem Pinsel greift, damit man auch wirklich tief in diese kleinen Rillen da, ne, wenn man das Ganze sich mal fast schon mikroskopisch ansieht, na, dann wird man das sehen, dass man in diese ganzen kleinen Vertiefungen auch wirklich reinkommt, weil wenn man hier einfach nur mit einem Mikrofasertuch drüber wischt, dann ist es immer nur oberflächlich und man wischt auch vieles von diesem Schmutz einfach in diese Rillen rein und das wollen wir eigentlich nicht. Wenn man sich jetzt hier weiter das Ganze anschaut, also das ist natürlich schon eine spannende Thematik, ich mache es mal ein bisschen heller, das ist definitiv eine extreme Verschmutzung, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch relativ gewöhnlich sein, dass da hinten halt einfach auch noch ein Bierdeckel liegt. Das finde ich natürlich hochgradig interessant. Mehr muss man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Das ist schon wirklich extrem. Oder auch hier diese ganzen Sachen. Also das wird alles mit dem Innenraumreiniger ohne Probleme wieder perfekt sauber. Aber wie gesagt, erstmal ist hier Staubsaugen absolut essentiell. Wenn wir uns das Ganze dann hier weiter anschauen, dann haben wir hier zwischendurch drin auch nochmal ganz viele tolle Krümel, ne? Haben hier, man sieht es auch schon, so eine echt ordentlich dreckig speckige Oberflächenbeschaffenheit auf dem Leder. Das werden wir auch wunderbar mit unserem Lederreiniger und unserer Bürste perfekt sauber und auch wieder matt bekommen. Das wird richtig toll ausschauen wieder. Jetzt wird es aber erstmal darauf ankommen, dass wir hier mit dem Staubsauger eine ordentliche Grundlage schaffen, auf der wir dann mit den Reinigern entsprechend aufbauen können.
Also, wie man sieht, ist das Ganze jetzt auf jeden Fall schon deutlich sauberer durch die Position der Kamera. Genau hier ist es jetzt aber echt gerade ein bisschen, wie soll man sagen, ergonomisch sehr, sehr, sehr schwierig, hier perfekt detailliert zu arbeiten. Das heißt, wir werden die Kamera jetzt wegstellen und hier wirklich nochmal schön detaillierter dann raussaugen können, damit es wirklich auf einem Top-Niveau einfach dann auch entsprechend stattfindet. Wie gesagt, Pedale hier auch seitlich alles, das werden wir alles mit dem Innenraumreiniger machen und mit Bürste bzw. Pinsel. Und dann schaut das Ganze auch wieder richtig, richtig schön aus. Eine ganz wichtige Sache, wenn es ums Thema Staubsaugen geht, ist das richtige Equipment. Und das kann ich nicht oft genug sagen. In unserem letzten Video mit dem Audi A6 hatte ich meinen eigenen Kärcher Staubsauger mit dabei. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß, nicht jeder hat die Möglichkeit, wirklich mit einem Staubsauger, jetzt gerade in so einer Atmosphäre auch wie hier, ne, in aller Seelenruhe, ohne irgendwelche Wettereinflüsse, sein Auto sauber zu machen. Das ist mir durchaus bewusst. Nichtsdestotrotz, es ist so essentiell, das richtige Zubehör zu haben. Wir haben jetzt hier beispielsweise so eine ganz typische kleine Düse und die funktioniert auch für die allermeisten Sachen sehr, sehr, sehr gut. Aber es gibt halt dann doch im Auto oftmals Flächen, Kanten, sagen wir mal Schluchten auch dazu, wie zum Beispiel hier zwischenrein, ne? Da kommst du mit dieser Düse jetzt bauartbedingt bei diesem Auto einfach nicht bis ganz nach unten. Du kannst es natürlich von vorne nach hinten da rein versuchen und so weiter, aber das sind immer Kompromisse. Da tut man sich einfach schwer. Deswegen, was ich jedem nur empfehlen kann, der sich auch vielleicht ein bisschen dafür interessiert und die Möglichkeit hat, also die Infrastruktur hat, irgendwie an der Garage, in irgendeiner Halle, am Haus, in der Einfahrt, wie auch immer, sein Auto auch von innen mit einem Staubsauger, mit einem eigenen Staubsauger, ne, richtig, ja, zu saugen. Kauft euch einen Kärcher, wie ich das erklärt habe in dem A6-Video. Ne. Es ist keine Werbung für Kärcher oder was. Ich finde es einfach persönlich das Allerbeste. Und dann auch wirklich mit so einer kleinen Düse. Dann gibt es da auch nochmal eine längere Düse. Dann gibt es da auch so zwei verschiedene Bürsten, einmal mit relativ harten Borsten, einmal mit sehr, sehr weichen Naturborsten, wo ich dann halt auch wirklich an so Sachen wie hier am Lenkrad, Klavierlackoberflächen, ohne Probleme mit dem Staubsauger rangehen kann und diesen Staub, diesen ganzen kleinen Verschmutzungen oder auch hier in der Kuhle für die Parkbremse und so weiter, da kann ich überall reingehen mit diesen Bürsten oder auch hier diese ganzen Lüftungsdüsen und so weiter. Das ist alles gar kein Problem. Tut man sich natürlich mit so einer Bürste sehr, sehr schwer, beziehungsweise man läuft halt auch immer Gefahr, dass man irgendwas beschädigt. Und das möchte man ja auch nicht. Gerade bei Fahrzeugen jetzt gerade mal in dem Bereich oder noch hochwertigere Fahrzeuge. Das Letzte, was man möchte, ist, dass man im Innenraum, egal ob das eine Lackoberfläche ist, ob das eine Kunststoffoberfläche ist oder ob das eine Lederoberfläche ist, dass man irgendwelche Beschädigungen verursacht. Ne? Ist natürlich auch schon sportlich von uns, dass wir jetzt mit dieser ja, sehr, sehr harten Kunststoffdüse auch aufs Leder gehen. Das sollte man jetzt im Regelfall nicht zwingend tun, außer man hat einfach auch keine andere Möglichkeit. Besser wäre es hier mit dieser Naturborstenbürste einfach drauf zu gehen und das dann hier entsprechend sauber zu machen. Ne? Ich möchte es einfach nur nochmal gesagt haben, weil es ist so dermaßen wichtig und essentiell. Das macht dieses ganze Thema Staubsaugen so viel angenehmer, ich würde schon fast sagen lustiger und auch wirklich ja spaßvoller, weil man einfach weiß, hey, ich habe hier den Aufsatz dafür, das ist einfach toll. Ne? Und wie gesagt, dieses Staubsaugen, das ist wirklich schon die halbe Miete in der Innenraumreinigung und ist die vorbereitende Arbeit dann für den Rest. Also, wie du gesehen hast, ist es für mich persönlich immer eine sehr gute Vorgehensweise, wenn ich zuerst mit so einer ganz normalen Staubsaugerdüse solche Fußmatten einfach mal absauge, weil da habe ich wirklich den größten Schmutz dann schon mal weg. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, dann gehe ich wieder doch mit dieser kleinen Düse drauf und mache die gewisse Detailarbeit und gucke, dass es einfach wirklich perfekt wird. Im Anschluss daran sprühe ich das Ganze mit unserem Innenraumreiniger ein und gehe nochmal mit einer Bürste drüber,
je nachdem, wie hoch die Verschmutzung ist, kann man das Ganze auch wirklich richtig nass machen, dass es halt richtig auch anfängt schon zu schäumen. Man kann sowas auch mit einem Nasssauger dann zum Beispiel absaugen. Das sind alles Möglichkeiten. Kann man alles auch wunderbar mit unserem Innenraumreiniger machen. Warum? Weil der Innenraumreiniger auch Gerüche komplett neutralisiert. Das Ganze wird nicht nur optisch wieder schön, sondern auch vom Geruch her, ne, wieder richtig frisch, richtig angenehm. Und weil unsere Produkte entsprechend mit einem extrem hochwertigen, ich würde schon fast sagen luxuriösen Duft ausgestattet sind, sowas gibt es nicht in dieser Branche, macht das Ganze dann wirklich im Auto-Innenraum ordentlich was her. Und das Ganze aber auch ohne, dass man den natürlichen Duft, gerade bei noch sehr neuen Autos, irgendwie übertönt, überdeckt, dass sich das irgendwie, wie soll man sagen, nicht ganz so toll vom Gefühl her anfühlt in der Nase, sage ich jetzt einfach. Weil gerade bei einem Neuwagen möchte man ja auch einfach haben, dass man diesen neuen Ledergeruch zum Beispiel halt einfach lang wahrnimmt. Ne? Wenn der aber irgendwann abklingt, dann sind unsere Produkte dann doch wieder toll, insofern, weil sie dann einfach diese, ja, die Hochwertigkeit des Fahrzeuginnenraums einfach nochmal schön geruchstechnisch untermauern. Jetzt haben wir aber genug gesprochen über dieses Thema. Jetzt saugen wir das Ganze hier entsprechend nochmal ab. So gehen wir wirklich Fußmatte für Fußmatte durch. Wir nehmen die raus, wir saugen die einmal grob ab, dann einmal detailliert ab, dann sprühen wir die entsprechend ein, machen das alles tipptopp. Und wenn man das Ganze eingesprüht hat, fix fertig, auch gebürstet hat, dann kann man auch mit so einer Düse einfach nochmal schön drüber gehen. Wie gesagt, ich kann jedem so einen Kehrer nur empfehlen. Wenn ihr sowas an einem Waschplatz machen müsst, ne, oder keine Ahnung, bei Mr. Wash oder sowas, dann gehört ihr der Katze. Dann könnt ihr das nicht auf einem absoluten Top-Niveau machen. Das ist einfach unmöglich. Ihr habt dort meistens keine gute Saugleistung. Ihr habt dort meistens genau eine Düse, mit einer Düse im Auto-Innenraum. Was kannst du da machen? Da kommst du auf keine Qualität. Und Leute, die hier nicht auf Qualität Wert legen und das Ganze auch zu schätzen wissen, die sind hier auf diesem Kanal und in diesem Video auch komplett falsch. Ne? Also nur Leute, die pedantisch sind, die sagen, das Beste oder nichts, für die sind unsere Produkte, für die ist auch dieses Video hier. Weil das hier, das ist wirklich penibel, was wir hier machen. Das Ganze schaut vielleicht ein kleines bisschen umständlich aus, aber gerade durch diese Hin- und Herbewegung, ne, kriege ich es natürlich hin, dass aus diesen Fasern, aus der Tiefe ganz viele kleine Schmutzpartikel, Körnchen, Sandkörnchen, was auch immer, auch wirklich rauskommen. Es gibt natürlich auch entsprechende Automaten, wo man sowas auch reintun kann, so eine Fußmatte. Da muss man halt für sich selbst entscheiden, ob man in so einen Automaten, wo irgendwie schon 50.000 andere Fußmatten drin waren, von 50.000 anderen Menschen, jetzt mal übertrieben gesprochen, ne, ob man da seine Fußmatte reintun möchte oder eben auch nicht. Natürlich, wenn ich jetzt hier hingehe, man sieht es auch richtig krass, wie viel Schmutz da unten drunter sogar noch drauf ist, also auf dieser Fußmatte, die muss man wirklich von beiden Seiten sogar hier entsprechend saugen. Wenn man jetzt natürlich hier hingeht und so macht, dann schneit es. Ich hoffe, vielleicht sieht man das sogar, wie viel Staub da rauskommt. Also das ist schon gar nicht so ohne, wenn man auf absolutem Oberprofi-Niveau sowas dann wirklich sauber machen möchte. Also da kannst du eigentlich echt erstmal dieses Ding ordentlich ausklopfen. Ich mach's jetzt nochmal. Also es schneit halt hier wirklich. Ich hoffe, das kommt vielleicht auf der Kamera ein bisschen rüber. Ja, krass. Also da hat man wirklich an einer Fußmatte alleine bei so einem Zustand, also bitte, macht bitte regelmäßig eine Fahrzeuginnenraumreinigung, da tut ihr euch wirklich selbst einen Gefallen, weil da sitzt ihr jetzt wirklich stundenlang eigentlich dran, so einen Fahrzeuginnenraum zu machen. Wir machen jetzt gleichzeitig noch ein Video, das heißt also, man kann sagen, mit einem Videodreh bist du hier einen Tag dran. Ansonsten, wenn du das jetzt wirklich schnell machst, würde ich jetzt mal sagen, 2 Stunden, 3 Stunden, dann bist du auf einem guten Niveau wahrscheinlich durch. Kommt ein bisschen drauf an, ja, wie verwinkelt die Sachen sind, was für ein Equipment du halt einfach hast, wie du an diese ganze Sache rangehst. Jetzt haben wir hier natürlich den absoluten Endgegner. Wir haben hier eine Klavierlackoberfläche eingelassen, diese ganze Mittelkonsole hier. Wir haben hier ganz viele Hochglanzoberflächen und das Ganze ist extrem staubig, entsprechend arg verschmutzt. Das ist jetzt natürlich wirklich die größte Herausforderung, das so zu reinigen, dass wir ja möglichst keine bzw. so wenig Kratzer wie irgendwie nur möglich in diese Klavierlackoberfläche bringen.
Jetzt ist es natürlich auch einfach so eine Sache, da bin ich so ein bisschen auch der Meinung, warum geht man bitte als Automobilhersteller den Weg, dass man sagt, man muss das jetzt unbedingt in Hochglanz, Uni-Schwarz, Klavierlack im Endeffekt machen. Das ist so schnell zerkratzt, da kann man gar nicht schauen. Also das ist wahrscheinlich nach dem ersten Tag, wo du dieses Auto hast, schon zerkratzt, ohne dass du dich, ja, wie soll man sagen, bemühst, im negativen Sinne gesprochen, das überhaupt zu zerkratzen. Also das geht so schnell, da kann man gar nicht schauen. Jetzt meine persönliche Prämisse wäre, mit einem Staubsauger jetzt da drüber zu fahren, mit einer Kunststoffbürste oder eben so einer Düse, absoluter Bullshit, funktioniert nicht. Ich meine, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich einen ganz, ganz feinen Pinsel zu nehmen, ne? Also einen ganz, ganz weichen Pinsel und diesen Staub einfach wegzupinseln im Endeffekt, parallel dazu mit dem Staubsauger das Ganze entsprechend dann aufzusaugen, damit man diesen ganzen groben Schmutz, der ja am Ende des Tages Kratzer produzieren kann, wegbekommt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil bevor ich jetzt hier, ich kann jetzt natürlich mit dem Tuch, ich kann jetzt hier einen Innenraumreiniger drauf machen, ich kann mit dem Tuch da drüber wischen, dann werde ich halt, es ist auch sauber dann, ne? Aber ich laufe einfach Gefahr, hier entsprechend Kratzer zu produzieren. Und da ist einfach dieser persönliche Anspruch an eine Reinigung ausschlaggebend. Ob ich jetzt es mir einfach mache und sage, na, ich sprühe das Ganze drauf, ich wische hier drüber, dann ist sauber, aber dann habe ich halt Kratzer drauf. Oder ich bin super, super penibel und fange jetzt hier an mit einem kleinen Pinselchen und einem Staubsauger, diese ganzen Staubkrümelchen sozusagen und Körnerchen da einfach aufzusaugen und gehe dann erst drüber mit dem Innenraumreiniger. Am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, wie du das Ganze machen möchtest. Ich möchte einfach beide Wege aufzeigen und dir sagen, warum man sich vielleicht für den einen und warum man sich vielleicht für den anderen Weg entscheiden sollte. Also, wie der etwas leichtere Weg funktioniert, kann man sich ja vorstellen, beziehungsweise da knüpfen wir nachher einfach an. Wir machen jetzt die absolut penibelste Methode einfach mal vor und nehmen diese ganzen Staubkörnchen jetzt mit diesem ultraweichen Pinsel. Also das muss man sich vorstellen, das ist schon fast Kosmetikniveau hier insofern. Na, gehen wir jetzt hin und pinseln das Ganze auf. Wie das Ganze ausschaut, zeigen wir euch jetzt. So, jetzt haben wir das Ganze mal hier vom Staub befreit. Es waren wohl noch irgendwelche so ein bisschen Reinigerrückstände tatsächlich auch auf diesem Pinsel. Deswegen ist die ganze Sache jetzt hier so ein bisschen verschmiert geworden. Ist jetzt vielleicht aber auch nicht das Allerschlimmste, was passieren konnte. Man sieht jetzt aber, dass wir einfach jetzt sauber sind und wir haben das Ganze sehr, 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 sehr schonend gemacht. Jetzt gehen wir hin. Ich setze nämlich wirklich auch einfach nochmal eine Nummer oben drauf und wir reinigen das Ganze mit dem Innenraumreiniger und dem Pinsel, wie das Ganze funktioniert, weil hier würde ich auf gar keinen Fall hier irgendwie mit der Innenraumbürste drauf. Das ist einfach zu grob für diese hochsensiblen Lackoberflächen. Das heißt also, wir gehen jetzt hin, Innenraumreiniger, diesen Pinsel und dann schauen wir mal, wie das Ganze danach aussieht. Hier unten das Ganze schaut auch entsprechend schön aus. Wir haben diese Seite jetzt extra noch nicht gemacht, haben uns wirklich auf die wesentlichen Dinge hier für das Video gerade noch fokussiert. Der Rest, den machen wir jetzt nachher ohne Video. Dann haben wir entsprechend das Leder gereinigt. Das schauen wir uns jetzt auch an. Sieht man auch wirklich schön, auch wenn man näher rangeht, den Unterschied zwischen speckig, ne, und schmutzig und wirklich tiefenrein. Auch hier die Naht, ne, das schaut aus wirklich wie aus dem Ei gepellt. Ja, wie neu, so muss es auch sein. Hier unten Pedale entsprechend genau das gleiche Thema. Wir haben hier einfach auch kleine Kratzer und so weiter. Das kriegt man natürlich nicht mehr weg mit einem Reiniger, das ist logisch, ne? Möchte ich einfach nochmal mit dazu gesagt haben. Das Ganze hier, das sah auch wirklich richtig schlimm aus. Haben wir auch perfekt hinbekommen. Hier zum Beispiel auch diesen, ja, Hebel hier für den Sitz, für die Sitzeinstellung haben wir auch richtig super hinbekommen. Die Einstiegsleiste wirklich auch im Detail so sauber wie möglich. Natürlich gegen so kleine Kratzer und allem Möglichen kann man schwer was machen. Ja, und so schaut der ganze
Innenraum, zumindest diese Teilbereiche, die wir jetzt gemacht haben, Tür, ein Teil vom Lenkrad, Bildschirm, ja, der Sitz, hier entsprechend die ganze Fußpartie nach unserer Reinigung entsprechend aus. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Ganze wirklich penibelst jetzt gemacht wurde, das heißt also wirklich auch ein bisschen zeitaufwendig ist, aber ich denke, solche Ergebnisse hier, die sprechen schon für sich.